Ja, wenn es Frühling wird, dann bricht in der Natur vieles auf. In der Natur, ob das die Bäume sind, die Blüten, es ist sozusagen Aufbruchstimmung. Und das, was die Natur jedes Jahr aufs Neue macht, dürfen wir, glaube ich, auch in unserem Business immer wieder neu machen. Wenn wir neu starten, dann ist es sowieso Aufbruchstimmung. Dann ist immer sowieso dabei und sagen, wow, jetzt fängt was Neues an, dann starten wir oft mit voller Begeisterung. Aber ich glaube, diese Aufbruchstimmung und dieses Neuaufbrechen ist etwas, was wir uns immer wieder im Business gönnen sollten, hinzuschauen, was dürfen wir loslassen, weglassen, was hindert uns, was bringt uns nicht wirklich zum Ziel und was mag da neu aufbrechen. Ich sage immer, nimm dir Zeit, an deinem Business zu arbeiten und nicht nur in deinem Business. Ich habe dir erzählt, als ich das zum allerersten Mal gemacht habe, mir wirklich ein paar Tage Auszeit genommen habe, um an meinem Business zu arbeiten statt in meinem Business, ist enorm viel passiert. Und das ist meine Empfehlung auch an dich. Es müssen nicht Tage sein, aber zumindest mal 1, 2, 3 Stunden wirklich rauszugehen und von einer anderen Perspektive zu schauen. Wir sind ja gerade in Italien hier am Lago Maggiore und waren gerade oben auf dem Berg. Und wenn man da runterschaut, diese Weite, dieser Blick ist unglaublich. Wenn man unten ist, ist es auch wunderschön. Aber so ist es so ähnlich im Business auch. Wenn wir unten sind, also wenn wir im Business drin sind, dann wuselt es um uns herum. Aber wenn wir oben, von oben schauen, aus einer anderen Perspektive anschauen, dann erkennen wir manches klarer. Und aus diesem klar erkennen können wir dann sagen, was soll ja neu zum Erblühen kommen, was darf neu erblühen, was darf vielleicht noch ganz anders im Business gestaltet werden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Frühlingstag, eine wunderbare neue Woche und viele neue Erkenntnisse und Neuaufbrüche in deinem Business. Liebe Grüße vom Lago Maggiore.